Hallo und willkommen zu dem Spiel Dassau SC gegen German Suplex FC hier im Dassau Park. Ja, der Neuntplatzierte gegen den Siebtplatzierten im letzten Spieltag. Noch einmal rausgehen und das Beste zeigen, was man kann. Und naja, für German Suplex FC wird's noch wichtiger als für Dassau. Beziehungsweise, wenn ich jetzt mal gucke. Ja, also für beides gut, für German Suplex FC ist es wirklich wichtiger als für Dassau. German Suplex FC, German Suplex FC kann nämlich noch absteigen, während Dassau höchstens in die Relegation gehen könnte, aber ja, man sollte jetzt auch nicht so hoch loben. Dassau hat im letzten Spiel 2-1 gegen Euerdorf bei Euerdorf verloren, während German Suplex FC einen 1-0-Sieg bei Strass hatte. Da beginnt das Spiel. Aber es gibt nicht nur einen Weg nach unten, sondern auch nach oben. Denn German Suplex FC könnte sich halt noch Dassaus Platz als Siebter schnappen. Ziemlich eng da unten. Und eigentlich ist es ein Abstiegskampf noch mit, ja, 5 Leuten. Wovon, sagen wir mal, 3 direkt absteigen können und eigentlich alle indirekt, also halt auch in die Relegation kommen können. Von daher wird das noch sehr interessant. Und das Spiel auch sehr wichtig. Oben, okay, kann ich auch noch mal kurz eingehen, ist nicht wirklich viel los. Die ersten 4 Plätze sind so gut wie sicher. Nur Geilenkirchen und Euerdorf könnten Plätze tauschen als Dritter und Vierter. Und da war schon der erste Versuch. Während Meppen und Neofisch da um Platz 5 kämpfen. Und die Meisterschaft ist ja schon vergeben. Und nicht nur die Meisterschaft, sondern auch die Vizemeisterschaft. Die haben jeweils Gamezocker Kickers und die Eintracht Triolisch. So, das so. Jetzt im Angriff. McKinnon zu Fetzen. Graf. Kommt da jetzt durch, aber verliert doch noch den Ball. Geronimo. Nach vorne zu Halilai, der ist jetzt im Strafraum. Und zu Geronimo. Und da ist er drinne! 1-0 für German Suplex FC. Und nicht nur, dass er drin ist. Der Ball, der Torwart hatte den Ball ja schon in den Händen gehalten. Also nicht gehalten, aber er ist von ihm abgeprallt. Also, das ist schon so eine Art Eigentor. Es war kein Eigentor, aber wenn der Ball so an den Händen vorbei prallt, ist das schon nicht schön. Und fühlt sich verhinderbar an, wie wir sehen. Ja, hätte man definitiv verhindern können. Anscheinend war da die Schulter dran. Aber gut, sowas passiert nun mal. Das kann man ja noch aufholen. Rahmenhorst. Da nicht unbedingt jetzt auch allein nicht schuldig, ja. Diese Chance muss ja erstmal dazu kommen. Da gibt es mehrere Schulden. Ne? Und jetzt Tasch. Fetzen. Jetzt muss das so kommen. Sind zwar erst 15 Minuten gespielt, aber dürfen nicht nachlassen. Halila jetzt wieder mit einer guten Chance. So ist gerade. Boah, was macht Rahmenhorst da? Rutscht er dort weg? Das kann auch sehr unschön enden. Jetzt wieder zu Geronimo. Aber der schafft es nicht, Fetzen.
Held, Geronimo, Halilai, Ibrahim, aber German Suplex FC vergibt leichtsinnig ihre Chancen, was nicht schön ist. Man muss dazu sagen, ich würde jetzt gerne berichten, wie es momentan so nach 20 Minuten Spielzeit auch bei den anderen Spielen aussieht. Da wir aber alle gleichzeitig spielen und ich keinen Blick bekommen darf zu den anderen Spielen, kann ich Ihnen leider keine Auskunft geben. Und ja, durch schon geschehene Spiele kriegen Sie halt auch keinen Hinweis. Sie sehen halt auch nur das, was gerade schon passiert ist und müssen selber rechnen. Das tut mir leid, dass ich das Ihnen nicht abnehmen kann, aber von nur noch mehr 3 Punkten in dieser Saison möglichen Punkten sollte das nicht so schwer sein. Und ja, damit habe ich keine Probleme mit dem Pfiff. Und da wurde gut abgewehrt von German Suplex FC. McKinnon noch mit einem guten Nachschuss, aber Adelstein hat ihn. Und jetzt Geronimo. Nein, der kriegt den Ball nicht. Graf hat ihn. Fetzen. Läuft dort ein bisschen. Gibt ihn jetzt wieder an Tasche ab. Ja, von der Grube. Ja, das so kommt nicht wirklich weg. Fühlen sich sehr eingeengt. Geronimo wieder mit einem sehr guten Versuch. Trifft aber leider nicht das Tor. Ja, es ist sehr. Ja. Man kommt nicht wirklich da aus ihrer eigenen Hälfte raus. Das ist das große Problem von Dassa und das müssen sie jetzt irgendwie schaffen zu drehen. Und Dassa, die waren ja schon wirklich überall in der Liga in dieser Saison. Fingen für eine Zeit, 2 Spieltagen, waren sie letzter, die ersten 2. Und waren auch schon mal so hoch bis zum 3. Platz. Aber momentan ist es nur der 7. McKinnon. 14. Spor. Das ist schon. Das ist. Also deren Saison ist wirklich eine Berg- und Talfahrt. Man merkt, sie hatten gute Spiele, sehr gute Spiele. Nachher aber auch schlechte. Geronimo. Wieder mit einem Durchkommen. Aber ähnlich ist es auch bei German Suplex FC. Der einzige. Beziehungsweise halt einer der 3 Mannschaften, die diese Saison die Tabelle anführen dürften. Soweit ich das weiß. Kann auch sein, dass es mehrere Mannschaften sind. Also, das kann man nicht ausschließen. Ich werde jetzt nebenbei nachgucken, aber. Und werde das nachrechnen, ob es wirklich so stimmt. Aber naja. Zumindest von den 3, die mir einfallen, ist German Super C einer gewesen, halt die anderen Red Bull Geilenkirchen und Game Zucker Kickers. German Super C war nach dem 2. Spieltag führender und da merkt man halt, ah, okay, gut, ja, doch, es sind nur 3 Tabellenführer diese Saison gewesen und der German Super C war einer von denen. Und das ist natürlich auch dann wieder, da sieht man, wie gut man angefangen hat in dieser Saison und wie ja, abwärts es ging. Kurzzeitig sogar 10. schlechteste Position momentan in der Liga gewesen für den German Suplex FC. Dann ging es wieder ein bisschen hoch, man war halt in diesem 6. Platzbereich und dann ging es runter, bis man dann seit dem 17. Spieltag konstant auf Platz 9 ist und den nicht hergegeben hat. Was bemerkenswert ist, wenn man bedenkt, also ich gucke jetzt nach, um mich zu bestätigen. Nein, ich widerrufe und sage nichts. Meine Aussage, die ich tätigen wollte, wäre falsch gewesen. Aber gut, Halilai, wieder mit einer Chance. Und dabei geht ins Aus. Einwurf für German Suplex FC, ja, Dewald, Ibrahim,
Zu Geronimo Sotta hergegen keine Minute wird nachgespielt. Und das. Da endet jetzt auch die erste Halbzeit. 1-0 steht's für den German Suplex FC. Ja, das, da muss jetzt was kommen. Die letzten 45 Minuten der Saison. Da muss mal richtig Energie kommen. Da fängt's auch an. Die letzten 45 Minuten dieser Saison. Eins haben schon mal alle Mannschaften gemeinsam. Sie sind die ersten Mannschaften der ersten Liga gewesen. Ramhorst. Und werden sehen, was aus denen wird. Vielleicht, wir wissen es ja nicht, in Zukunft wird aus einer von denen ein Dauer-Europa-Kandidat. Ich meine, der FC Bayern, der war auch nicht von Anfang an in der ersten Liga. Aber gut, Silva. Jetzt kommt Dassau, jetzt kommt Dassau. Das könnte es werden. Ball geht ins Aus, aber ein Wurf noch für Dassau. Van der Groben. Ja, sie machen leichte Schritte nach vorne. Glocke kommt nicht dran, ist zu klein für den Kopfball. Ireland. McKinnon. Tasch. Ah, das ist das Problem. Das war das Problem der ersten Hälfte. Dassau kam nicht wirklich voran. Und da merkt man dann halt auch, wo wirklich die stärksten Probleme bei Dassau sind. Sie liegen im Mittelfeld. Graf. Fetzen, McKinnon. Fetzen. Weil wenn sie nach vorne kommen, können sie dann auch Chancen machen. Haben wir ja gerade gesehen mit Glocke, der halt nur ein bisschen zu klein war. Aber gut, Ireland. Graf. Fetzen. Ich glaube dabei, ich schieb's halt mehr dem Mittelfeld in die Schuhe, für das nicht wirklich vorankommen. Da, so, Silverglocke, ah, der kommt nicht dran. Ah, das Mittelfeld muss auch ein bisschen Freiraum schaffen, so dass man auch nach vorne kommen kann. Die standen da sehr eng zusammen. Und jetzt schon wieder drei Spieler auf sehr engem Raum. Da ist, kann man nicht wirklich nach vorne kommen. Jetzt Silva zu Van der Grobe. Jim Zubitz macht das viel besser. Stehe nicht so eng. Jetzt ein weiter Ball nach vorne. Der sollte zu Geronimo gehen. Aber gut, Ramhorst. Ja. Okay, weiter Ball nach vorne. Findet natürlich keinen Feder. Held. Goldfinger. Und jetzt wieder das. Ja, das ist halt. Sagen wir mal so, das aus Angriff und Abwehr ist gar nicht mal so schlecht. Aber da halt, wie gesagt, das Mittelfeld. Das sollte man für nächste Saison dann doch anders rangehen. Alilei verliert den Ball. Ins Aus geht's. Einwurf für German Suplex FC. Und jetzt kommt Rosenberg für Silva rein. Vielleicht ist das auch so die Wende für das auch. Vielleicht brauchten sie einen frischen Mann vorne. Hagemeister. War lang Einwurf zu Halilei, aber Rabenhorst hat ihn. Nur noch 20 Minuten Fetzen. Ireland. Ah, leicht vergeben, Halilei. Zu Geronimo. Ah, 2-0. Geronimo. Und er jubelt da natürlich. So spät das 2-0. Sein viertes Saisontor. Das ist schon was. Das war ein viel zu leicht vergebener Ball. Das hätte nicht passieren dürfen. Das war quasi der Sieg auf dem Silbertablett. Geschenkt von Dassau. Und schön gemacht. Dieses Mal Rabenhorst fehlerfrei.
konnte er nichts machen. Bei ihm liegt nicht, die Schuld und Kuckloff kommt für Fetzen. Und jetzt geht das Spiel weiter. Halilai. Oh. Van der Grobe. Glocke, jetzt das doch schnell kontern. Aber dieses schnell kontern kommt nicht. Graf. Rosenberg. Und Adelstein rettet da noch den Kasten und die Null. Aber noch Nachschuss von Tasch. Leider nicht ins Tor, sondern nebendran. Adelsteins Weste bleibt so weiß, als wäre sie gerade mit Meister Proper gewaschen worden. So, hält. Nach vorne. Ah, ich glaube, German Soccer SC hat wieder Blut geschnuppert und will jetzt nochmal das 3-0 nachlegen. Und mit Stil die erste Saison beenden. Und ja, Ibrahim, Salilai, Golfinger, Tasch rettet aber. Graf. Kuklov, Hakkinen. Glocke. Kuklov, jetzt nach vorne. Aber da findet er keinen. Doch, hinten fand er einen. Ungewollt. Ich weiß nicht, wer das war. Ich habe es nicht gesehen. Aber Ozil kommt für Ibrahim rein. Ein Wechsel. Ball German Suplex FC. Ich glaube, der erste. So. Sind nur noch mehr 7 Minuten. Adelstein macht den Abstoß. Und jetzt Halilai. Der Ball sollte zu Geronimo gehen, findet ihn aber nicht. Rabenhorst wieder da. Mit einem Tänzchen. Graf. Kuklukloff. Tasch jetzt. Und rein und Glocke kann ich abschließen. Geronimo, der soll zu Halilai gehen. Aber kein Konter von German Suplex FC. Haaland, Mäkinen. Jetzt wird man ein bisschen depressiv. Weiß nicht, was man machen soll. Man versucht alles. Einfach nur drauf schießen, vielleicht geht ja einer rein, Graf. Die Hilflosigkeit Dassau ist sehr hoch. Also 2 Minuten werden nachgespielt. Mäkinen. Glocke. Verliert den Ball. Und jetzt ist es vorbei. Dann pfeift der Schiedsrichter, lässt er noch den Versuch reingehen. Ja, der Ball ist weg. Hält, oder doch nicht, Löllfinger. Nein. Ozil. Jetzt noch, aber der Ball ist weg. Jetzt kann er, nein, kann er nicht. Halilai. Aber jetzt. 2-0. German Suplex FC gewinnt dieses Spiel. Und nicht nur das. Sie bleiben mit Garantie in der ersten Liga, während Dassau zittern muss. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zur nächsten Saison.